Hallo, ich bin Ben Byram Wickfield und dies ist meine Einführung in die Notationssoftware Dorico für alle, die bereits mit Finale vertraut sind. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Notensatzmodus. In Finale sind Sie es gewohnt, zum Beispiel Dynamikangaben in Bezug auf Ihren Einfügepunkt einzugeben und zu verschieben. Im Schreibenmodus von Dorico verschieben Sie den Einfügepunkt in Bezug auf die Schlag- oder Notenposition im eingestellten Taktraster. Während Sie im Notensatzmodus das Element grafisch verschieben können und der Einfügepunkt aber fixiert bleibt. Beachten Sie auch, dass Sie im Notensatzmodus keine Noten- und Notationselemente löschen können. Ein wichtiges Konzept in Dorico sind die Eigenschaften. Wenn Sie ein Element auswählen, werden Sie in den Eigenschaften am unteren Bildschirmrand viele verschiedene Einstellmöglichkeiten sehen. Im Notensatzmodus werden mehr Eigenschaften angezeigt als im Schreibenmodus, da diese das Aussehen und nicht die Funktion eines Objekts betreffen. Hier sehen Sie, dass es einen Schalter für Lokal und Global gibt. Wenn es auf Lokal eingestellt ist, wirkt sich die Eigenschaftsänderung nur auf das aktuelle Layout aus. Wenn es auf Global eingestellt ist, wirkt sich die Änderung auf alle Layouts aus. Warum hat jetzt jede Eigenschaft einen Schalter? Wenn Sie auf den Schalter klicken, wird angezeigt, dass die Voreinstellungen überschrieben werden. Wenn Sie zu den Notensatzoptionen gehen, finden Sie dieselben Eigenschaften wie im unteren Eigenschaftenfenster und Sie können das Standardverhalten für jedes Element in Ihrem Projekt anpassen. Der Schalter bedeutet, dass das Verhalten eines bestimmten Objektes unabhängig vom Standard eingestellt ist. Dies ist eines der grundlegenden Konzepte in Dorico. Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen, den globalen Einstellungen und arbeiten sich dann zu den individuellen Änderungen vor. In Finale versuchen Sie, die Dinge einfach manuell zu ändern, um sie dorthin zu verschieben, wo Sie sie haben möchten. In Dorico sollten Sie jedoch immer zuerst nach Optionen suchen, um alles auf einmal zu ändern, um dann nur manuelle Änderungen dort vorzunehmen, wo dies unbedingt erforderlich ist. Anders ausgedrückt, versuchen Sie immer, weniger zu tun. Sie sind vielleicht versucht, Notensysteme mit dem Notensystem-Abstandswerkzeug zu verschieben. Aber Sie sollten sich zuerst die Layout-Optionen ansehen, die alle möglichen Parameter für Abstände und vertikale Ausrichtung enthalten. Wenn Sie in Dorico Probleme mit etwas haben, lohnt es sich immer, die Standardeinstellungen zu überprüfen, um dann vielleicht festzustellen, ob es bereits manuelle Änderungen für dieses Objekt gibt. Das Seitenlayout ist ein weiterer Bereich, in dem diese Philosophie des Arbeitens vom Allgemeinen zum Individuellen zum Tragen kommt. Das Seitenlayout von Dorico ähnelt ein wenig einer Desktop-Publishing-Software. Wenn Sie also schon einmal mit InDesign oder Affinity Publisher gearbeitet haben, sind Sie mit dem Konzept von Rahmen, die Texte und Grafiken und im Fall von Dorico auch Musik beinhalten, wahrscheinlich vertraut. Dorico verwendet Seitenvorlagen, um das Layout jeder Seite zu definieren. Standardmäßig gibt es zwei Vorlagen. Eine für die erste Seite, die normalerweise den Titel, den Komponisten und Texte etc. enthält, und eine für jede weitere Seite. Die erste Seite kann auch für jede neue Partie verwendet werden. Es gibt aber auch Partieüberschriften, die am Anfang jeder Partie erscheinen können, auch wenn sie in die Mitte einer Seite fallen. Finale verfügt über verschiedene Textfelder in den Dateiinformationen. In Dorico gibt es Felder für alle Arten von Informationen für das gesamte Projekt und jede Partie. Für jede Partie werden diese mit Hilfe von Platzhaltern, den sogenannten Token, eingegeben. Es ist sogar möglich, ein automatisches Inhaltsverzeichnis nur mit Tokens zu erstellen. Wenn Sie also etwas am Layout ändern möchten, ändern Sie die Seitenvorlage und jede Seite wird in das gewünschte Layout umgestaltet, das diese Vorlage verwendet. Wenn Sie eine Änderung an dieser Seite und nicht an einer Vorlage vorgenommen haben, wird diese Seite nur eine Überschreibung sein. Sie haben es erraten, die von der Vorlage abgekoppelt ist und alle neuen Änderungen an der Vorlage werden nicht mehr angewendet. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen und viel mehr zu entdecken. Als letztes würde ich sagen, lassen Sie Dorico die Arbeit machen. Kämpfen Sie nicht dagegen an und verbringen Sie nicht Ihre ganze Zeit damit, überall manuelle Anpassungen vorzunehmen.
Storico hat einige großartige Werkzeuge für manuelle Anpassungen. Aber es ist genauso möglich, die fertige Partitur ohne manuelle Änderungen am Layout zu erstellen. Denken Sie an die goldene Regel. Arbeiten Sie vom Globalen zum Individuellen und versuchen Sie immer, weniger zu tun. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich.